So, der zweite Teil vom CTC OMO Tutorial steht jetzt an. Dann sage ich mal herzlich willkommen und los geht's. In diesem Video wollen wir uns mit dem Extruder von dem CTC beschäftigen. Man kann auf dem Bild hier einmal die original Extrudermotoren aus dem CTC sehen und da ist auch der Filamenteinzug vom CTC noch verbaut. Und darunter liegt einmal eine Feder, ein paar Schrauben, das sind glaube ich nicht alle Schrauben, und ein paar Druckteile, die wir für den Spring Loaded Extruder brauchen. Dieses Modell kommt von Thingiverse, den Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Bei den Druckteilen kam dann Material von ColorFab zum Einsatz, und zwar ColorFab HT oder HT für High Temperature. High Temperature heißt in diesem Fall, dass das Material bis 120 Grad formstabil ist und somit eine sehr große Hitzeunempfindlichkeit aufweist. Dieses Material wird zum Beispiel bei 250 bis 280 Grad verarbeitet. Und somit kommt natürlich auch dementsprechend viel Hitze bei dem Extruder oben an. Somit ist dann dieses Material natürlich bestens für diesen Einsatz geeignet. Aber wie immer ist dieses Material auch nur eine Empfehlung von mir. Das heißt nicht, dass man sich für den Extruder dieses Material kaufen muss. Man kann diesen Extruder auch zum Beispiel aus ABS drucken. Gedruckt habe ich die Teile auf meinem CTC-Umbau bei Extruder 250 Grad und Heizbett 100 Grad. Dauerdruckplatte ist hier eine Filaprint. Die Teile haben ein Infill von 25% und 3 Shells. Ja, die Teile wurden dann erfolgreich gedruckt und können nun verbaut werden. Aber vorher müssen die Extrudermotoren ausgebaut werden und damit fangen wir jetzt an. Als erstes werden die zwei langen Schrauben auf dem Holz-Extruder-Bracket gelöst. Anschließend werden die vier Schrauben der 240mm Lüfter gelöst. Danach können die Lüfter samt der Alukühlkörper von dem Extruder entnommen werden. Aufpassen, dass die Alukühlkörper nicht abfallen, denn dann fallen auch die kleinen weißen Spacer mit ab. So, hier sind die beiden Motoren und für den kommenden Schritt braucht man jetzt einen 2mm in 6-Kant Schlüssel oder in 6-Kant Schraubendreher. Mit diesem Schraubendreher oder Schlüssel werden dann die zwei langen in 6-Kant Schrauben aus dem Extruder Bracket gedreht. Dieses kann dann abgenommen werden und wie jetzt hier zu sehen, geöffnet werden und in diesem Extruder verbirgt sich dann ein Foundlutenkugellager und diese eben zur Seite legen, die brauchen wir für den nächsten Schritt. Und das gleiche dann nochmal mit dem anderen Extrudermotor. Hier sind nun einmal alle Teile, die für den Zusammenbau des Brackets benötigt werden, unter anderem auch die Feder. Diese besagte Feder muss einmal halbiert werden und so erhält man dann zwei 15mm lange Federn. Wenn man den Extruder gerade komplett zerlegt hat, kann man sich einmal das Ritzel auf dem Motor anschauen. In meinem Fall ist ein sehr gutes Ritzel verbaut, es ist ziemlich scharf und die Zähne sind sauber ausgeprägt. Sollte dieses nicht der Fall sein, auf jeden Fall austauschen. Ein stumpfes Extruderritzel führt zu erheblichen Problemen im Filamenteinzug. Leider hatten die CTCs der letzten Zeit von Haus aus sehr schlechte Ritzel verbaut. Das muss auf jeden Fall behoben werden. Nun kann auch schon der Grundkörper von dem neuen Extruder verbaut werden. Und dieser wird mit einer M3x6 Schraube fixiert und dazu dann die Bohrung mit der kleinen Senkung benutzen. Man sollte auch immer darauf achten, dass das Ritzel freigängig läuft und nicht schleift. Nun kann auch schon der erste Arm zusammengebaut werden und in diesen Arm wird das Foundlutenkugellager aus dem CTC eingesetzt. Von oben kommt dann noch eine kleine Platte, das ist ebenfalls ein Druckteil, das zu dem MK8 Extruder gehört. Und dann wird das Foundlutenlager durch eine M3x8mm Senkkopfschraube fixiert. Die Schraube kann einfach so in den Arm eingeschraubt werden, sie schneidet sich hier Gewinde selbst in den Kunststoff. Die Schraube darf allerdings nicht zu festgezogen werden, das V-Lutenlager muss sich immer sehr leichtgängig drehen lassen. Somit wäre der Arm dann auch fertig zusammengebaut, nun können beide Teile verheiratet werden. Hier kommt dann die vorher zurechtgeschnittene Feder zum Einsatz. Diese wird an ihren Platz gesetzt. Der Arm und der Extruderblock haben jeweils einen kleinen Nippel. Dieser Nippel hält die Feder an seinem Platz.
Und nun wird der Extruderarm durch den Extruderblock mit einer M3x16 Senkkopfschraube festgeschraubt. Den Arm gut festziehen, aber nicht zu fest, der Arm muss sich immer noch leichtgängig bewegen. Somit wäre der Extrudermotor fertig. Und den zweiten habe ich auch schon vorbereitet. Hier ist dann einmal die neue Extruder Top Bracket Platte. Diese ersetzt das Holzmodell, was original beim CTC verbaut ist. Der Unterschied zu dem Holzteil ist einmal natürlich Kunststoff, auch hier wieder das Colorfab HT Material. Und jetzt kann man sehen, wird ein Kragen gedruckt. Und dieser Kragen ist dazu da, um die Kabel, die von dem Mainboard zum Extruderkopf gehen, zu stützen. Diese können hier mittels eines Kabelbinders fixiert werden. Und jetzt hier gerade noch zu sehen waren die kleinen Spacer, die ich vorhin angesprochen habe. Auch ebenfalls aus Colorfab-Material gedruckt und diese ersetzen die kleinen weißen Tonnen-Spacer. Die Spacer müssen nicht getauscht werden, das ist jedem selbst überlassen. Aber mich hat es immer sehr stark genervt, wenn diese kleinen weißen Spacer weggefallen sind. Und hier hat man jetzt gerade gesehen, es hält alles super zusammen. Ich würde es auf jeden Fall mitdrucken. Jetzt können die Motoren ganz normal wieder eingesetzt werden. Beim zweiten Motor ist darauf zu achten, dass keine Kabel abgequetscht werden. Zwischen den beiden Motoren laufen ja die Kabel der Heizpatronen und der Thermokappel. Dann können auch schon wieder die Stecker der Extrudermotoren eingesteckt werden. Und nun kommen wir zu dem Top Racket, das verbaut werden soll. Die Kabel der Extruderlüfter können am besten über dem Bracket verlegt werden. Es kann sein, dass das Bracket nicht sofort passt. Dieses kommt durch die Fertigungstoleranzen der Extrudermotoren. Bei manchen Modellen sind die Stecker nicht gerade verbaut und so klemmt das Bracket beim ersten Einsetzen. Die Schraube wollte ich gerade eindrehen und habe dann aber die Unterlegscheibe und die Sicherungsscheibe vergessen. Die sollen natürlich drinnen sitzen. Eigentlich werden hier zwei Schrauben verbaut. Bei mir ist das Gewinde in der Extruderbar von einer Schraube überdreht. Aber das ist kein Problem. Jetzt kann der Kabelstrang mit einem Kabelbinder an dem Extruder-Bracket befestigt werden. Und so sind die Kabel dann bestens gegen Knicken geschützt. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie das Einsetzen des Filamentes funktioniert. Den Extruder auf seine Betriebstemperatur bringen. Dann ein gerades Stück Filament nehmen, am besten vorher gerade biegen. Und einmal durch den Extruder durchschieben. Jetzt kann man sehen, dass durch die Handkraft schon Material aus der Düse kommt. Und so sieht das Ganze dann einmal ohne Lüfter aus. Jetzt kommt einmal das Entladen bei PLA 130 Grad und ungefähr 180 bei ABS. Hebel runterdrücken, das Filament kurz einmal andrücken und dann mit einem Ruck nach oben hinausziehen. So bleibt dann ziemlich wenig Material in der Düse sowie dem Heatbreak zurück. Ja, dann gibt es hier noch einen kleinen Testdruck mit dem neuen Extruder. Hat wunderbar funktioniert. Man kann jetzt hier schon sehen, dass ich eine Glasplatte auf meinem Heizbett verbaut habe, aber da kommt ja wie gesagt ein anderes Video zu. Man kann auch nochmal den Bauteillüfter sehen, aber auch da wieder ein anderes Video. In dem nächsten Video werde ich mich dann entweder mit dem komplett neuen Tisch befassen oder es geht um die komplette Y-Achse, sprich Lagerböcke, Pulli-Tausch, Wellenführung und so weiter. Das muss ich mal sehen, je nachdem, ob meine Teile für den Tisch noch kommen. Ein Teil ist schon da. Aber das ergibt sich dann morgen oder übermorgen. Das nächste Video, denke ich mal, wird Samstag oder Sonntag kommen. Ja, und bis dann, sage ich mal, bis denn und danke fürs Zusehen.